Es macht einfach nur Spaß. Alle sind dabei, mein Jungen bewegt was. Der Pavillon der Landjugend auf der Landwirtschaftsmesse Norla. Der ehemalige Landesvater Peter Harry Carstensen schaut gern vorbei. Also die Landjugend war wichtig und ist immer noch wichtig. Und die Erfahrung, die Landjugend in den letzten zig Jahren gesammelt hat, die auch dazu geführt hat, dass viele, die an der Spitze der Landjugend gewesen sind, jetzt irgendwo in der Politik, ob in der Gemeindepolitik oder in der Landespolitik oder auch in der Bundespolitik, etwas zu sagen haben, das ist eine gute Entwicklung. Und die nehmen ihre Erfahrung aus der Landjugend, aus der Jugendarbeit mit. Der Ministerpräsident außer Dienst hat einen langen politischen Weg hinter sich. Wo hat er eigentlich angefangen? Ich bin seinerzeit in die Politik gekommen über die Landjugend. Ich habe mal die Geschäftsführung des Kreislandjugendverbandes in Nordfriesland gemacht. Das war eine Aufgabe, die ich an der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle in Bredstedt hatte. Und wir haben seinerzeit mit der Landjugend dafür gesorgt, dass überhaupt mal Jugendarbeit auf dem Lande gemacht wird. Und es gab im Grunde nur zwei, die dort Jugendarbeit machten. Das war die Landjugend und das war die Feuerwehrjugend. Und deswegen war die Landjugend auch der ruhende Pol für Jugendarbeit auf dem Land. Und das ist die Landjugend heute noch. Auch seine spätere Arbeit als Politiker war von diesen Erfahrungen geprägt. Ich habe sehr viel mitgenommen, dass Jugendarbeit ein wichtiges politisches Feld ist. Wir machen und sollten Politik insbesondere für die Jugendlichen auch machen, auch natürlich für die Älteren. Aber die Älteren haben das meiste, wie ich, das meiste ihres Lebens schon hinter sich. Und die Landjugend, das sind diejenigen, die bei uns im ländlichen Raum wohnen, dort arbeiten möchten, dort zum großen Teil aus der Landwirtschaft kommen. Und für die man natürlich ein Umfeld schaffen muss, das ihnen auch die Möglichkeit gibt, zu Hause zu bleiben, in der Heimat zu bleiben. Das ist nicht immer einfach, das wird auch nicht immer gelingen. Aber das Ziel müsste schon da sein. Und dieses zusammen mit Landjugend, mit landwirtschaftlicher Jugend und Landjugend, was nicht immer dasselbe ist, das auf dem Land zu machen, im ländlichen Raum zu gestalten, ist schon eine wichtige Sache. Oben hin einfach mal klingeln lassen, das ist ganz einfach. Ganz einfach, also von der Handhabung und von der Theorie. Das überzeugt. Wir haben geübt, Herr Carstensen. Neben der Bewunderung für die Arbeit wünscht sich Peter Harry Carstensen aber auch weiterhin eine kräftige Landjugend. Ich wünsche Ihnen, der Landjugend, dass sie vielleicht ein bisschen lauter wird, dass sie sich deutlich artikuliert, wenn es um die Entwicklung der ländlichen Räume geht. Wir sind in einer schwierigen Situation in den ländlichen Räumen. Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Entwicklung der ländlichen Räume. Landwirtschaft wird weniger, aber durch Landwirtschaft werden die ländlichen Räume geprägt. Und deswegen ist es notwendig, dass dieses nicht nur eine landwirtschaftliche Jugend ist, sondern eine Jugend des ländlichen Raums, die sich dann auch äußert zu ihren Bedürfnissen. Zu den Bedürfnissen, die sie hat in der Jugendarbeit, aber auch zu den Bedürfnissen, die sie hat im normalen sozialen Leben. Nebenan wird bereits die Norla-Fete der Landjugend vorbereitet. Dabei gerät Herr Carstensen ins Schwärmen. Die schönen Erinnerungen waren immer auf der Norla, das Landjugendfest, das wir dann mal ausgerichtet haben als Nordfriesen in der Zeit. Das muss so gewesen sein, Ende der 70er Jahre. Und das Einkaufen von Ware und die ganze Nacht dort hinterm Tresen stehen und mit der Landjugend, mit den Jugendlichen aus ganz Schleswig-Holstein zu feiern, das ist schon ein Erlebnis. Und wenn man die Landjugendfeste bei der Grünen Woche und auf der Norla einmal mitgemacht hat, dann weiß man auch, dass Landjugend auch feiern kann. Nicht nur Seminare machen kann, sondern auch feiern kann. Und dafür sorgt, dass auch ein Zusammenhalt zwischen den Jugendlichen ist.